Was auf seiner Seite. Wir fanden auch eigentlich heute recht super noch. Also wer gestern die Leistung gesehen hat, der hat sich vielleicht noch mal die wollte sich erschießen, weil ich so komisch bzw. so schlecht gefahren bin. Da gibt's nichts mehr. Oder im nächsten Tag Urlaub nehmen und dann erstmal schneiden und dann erst auslecken oder auslecken, schneiden, pennen oder es kommt drauf an. Also ich bin ja dann in Schichten bestimmt und wenn ich dann eine Spätschicht bekomme, dann sage ich mir, gut, lass es, dann kann ich auch um Mitternacht kommen, da habe ich immer noch 6 Stunden Schlaf und bin um 6 Uhr frühs Mundein, gut ist. Also dann bin ich doch noch ein bisschen flexibler, als wenn sie sagen, hey, du bist Frühschicht, komm, los geht's, bist du um 3 da? Nee, 6, 6, 5. Dann ist so. Okay, Leute. Nein, aber erstmal ein bisschen sacken, warten wir erstmal ab, wo ich dann am Ende hinkomme. Ich bin ja verschiedene Versetzungsstellen und dann Uhrzeit und das wird schon alles klar laufen, hoffe ich mal. Und unser LKW macht fast schlapp hier, also da muss ich ein Rolli recht geben, was soll man ohne V8 machen? Also hier bräuchte ich jetzt ein V8 hier drinne. Ey, das geht doch nie. Warte, nur ein Scania V8? Kein anderer? Das ist mir ein bisschen fragwürdig. Naja, ist es eben so. Ja. Was haben wir jetzt noch für ein Thema? Was haben wir jetzt alles besprochen? Games kann ich noch ansprechen. Ich habe ja auch im Livestream gestern, also am Samstag habe ich kurz einen Livestream gemacht. Diesen Livestream habe ich natürlich auch auf meinen Kanal hochgeladen. Also wer ihn angucken möchte, kann ihn angucken, kein Problem. Da habe ich das besprochen gehabt wegen Games. Ich möchte meinen Kanal ein bisschen interessanter bauen. Es ist natürlich die Frage, mit welchen Games ihr das am besten mal befüllt haben wollt. Also es gibt da Games, wo ich mir denke, okay, Project Cars war ja eine lange Überlegung, ob ich es mir hole. Aber es ist A, das Geld und B, die Leute, du musst ja die Leute finden, die vielleicht mit dir mal zocken und nicht die ganze Zeit so alleine und dann fragst du dich, wer hinter dem Bildschirm sitzt und zu zweit weißt du ja, ey, du besiegst gerade den und den und bist froh, dass du einen besiegt hast, der nichts kann. So, hier ist rausgefahren, ist Gift für alle Mann. Amsterdam, Rotterdam, komplette Giftzone. Nee, Goring. Wir fahren über Dortmund. Aha. Obwohl, hier brauche ich ja nicht rüberziehen. Hier kann ich ja so lang fahren. Das ist gut. Ja. Was gibt es denn noch so? Automäßig fahre ich Automatik. Das ist was Schönes. Obwohl ich eigentlich niemals Automatik fahren wollte. Auch, ja, man muss sagen, ich habe mich überhaupt niemals interessiert. In der Fahrschule, ja, Automatik, da sollst du im Berg das machen, das bedeutet bei Automatik das und dies. Ich dachte mir so, na, warum erzählst du mir das? Ich fahre Gangschalt, ich fahre Schaltung und da interessiert mich nie, was ich mit Automatik fahre, also was ich da machen muss. Und Hänger genau das gleiche. Ich wette, in ein paar Jahren fange ich an, hier mit einem kleinen Hänger lang zu fahren und denke mir so, shit, ey, warum habe ich bloß nicht aufgepasst? Das ist jetzt schon bei Automatik gewesen, also ja, also es ist ja einfach, es ist sehr einfach Automatik zu fahren. Das einzige war nur, was bedeuteten die Zahlen? Also es gibt wirklich Zahlen noch, 4321 oder 321, die nun bedeuten, wenn man im Spiel, also schwierigen Gelände fährt oder eben was Schweres zieht, dann gibt es noch die Möglichkeit selber zu schalten, glaube ich, war es.
Das ist einfach, das zieht dann einfach mehr, kurz gesagt. Und das ist recht praktisch. Ich habe es mir noch nicht benutzt gehabt. Aber recht praktisch, ja. Ja. Kleine Sache vielleicht noch zwischendurch. Ich bin ja bei einer Braunkohle und die Braunkohlesparte sollte verkauft werden. Ist wahrscheinlich verkauft. Finde ich nice. Also da gab es natürlich klar was zu trinken, was mir nicht so unbedingt schmeckt. Also ich habe was getrunken, alkoholisches. Das schmeckt mir eigentlich richtig gut, aber der ist mir ein bisschen bitter. Gekauft und jetzt muss man trotzdem ein bisschen wegtrinken. Geht man auch hin. Das ist ja kein Problem. Dafür gibt es ja die Leber. Yay, ich brauchte dafür ein Schlagzeug. Das war ja auch mal eine Überlegung wert. Aber hier Schlagzeugkohle und so. Das war, ist wirklich, wenn du so Musikinstrumente hast. Das habe ich mal überlegt gehabt. Also hier für Tasteninstrumente, dass ich mit meinem Akkordeon mitbringe. Oder mein, das Keyboard zu Hause. Das ist ein 0815 Keyboard. Ey, aber ich habe gesehen, du kannst heute mit Zlinker rangehen. Und das war für mich ein Wunder, da habe ich mir gedacht, hey, da fange ich doch gleich mal an. Das war echt die Überlegung, ob ich mir das mal anschließe. Einfach mal so ein paar Tasten drunter hauen, was sich richtig mistig anhört. Feier ordentlich, Junge. Junge! Ey, die ganze Zeit ordentlich gefahren und dann kommt dir so ein Spann, so ein Typ entgegen. Nee. Da hat mir wieder meine Sprache verschlagen. Ja, einfach die Tastenrunde zone. Das wäre schon irgendwie. Es gibt ja auch so welche kleine, ich sag jetzt mal, wie kleine Keyboards, wo man Sounds draus spielt. Da habe ich mir auch so gedacht, okay. Wie dieses Piep, diesen Piepton drauf, kannst du jagen, was gut für den Konvoi wäre gewesen. Den Sound, was der Inne mir hier aufgesprochen hat. Dieser Text ist nicht für YouTube freigeschalten oder irgendwie sowas. Ist schon, das könnte man sich drauf jagen oder irgendwelche Scheibenkleister, also wie man sieht, hey, da hat einer mir einen Kanal abonniert und dann einfach mal so, wenn es Livestreams oder das ist, wenn die Melodie nicht mal reinjagt, sondern dann sieht, oh, da hat einer und dann jagen wir raus. Also jetzt bringen wir dieses, einmal dieses Diet und dann mit Diet und dann Diet, nee, Diet, ja doch, geht auch. Und das ist auch wieder hinter uns. Karaoke-Party wird sich natürlich auch gewünscht. Leute, es gibt leider kein Karaoke-Party mehr. Wenn ihr eine Seite habt, wo ich kostenlos das machen kann, gerne, ja. Ich habe auch mal überlegt, mir deswegen ein Beat zu holen. Weil es macht ja auch Spaß, einfach so mistig zu singen. Sparen hier heute nur noch Spinner herum. Also die Pipeline kann ich eigentlich schon wieder zurückfahren. Ja, obwohl, oder ich bringe sie gerade zur Reparatur, aber da wären sie nicht ganz gewesen. Oder die 1% sind von vorhin schon, also wo ich sie angebracht habe. Und das ist eine defekte Pipeline. Würde natürlich einiges erklären, warum sie nach Paris kommt. Vielleicht zur Reparatur, wie vorhin schon gesagt. Na gut. So, 408 Kilometer, ja, 480 Kilometer, wie es auch in den Umgangssprachen heißt. Und ja, so, da wollen wir mal fahren. Wo sind wir gerade? Wir müssen zwischen Duisburg. Ja, okay, ich hätte jetzt bei Köln gedacht, aber wir sind zwischen Duisburg. Und da ist eine Autobahn. Ist das ein, ja, das ist schon die Euro, so eine europäische. Wir fahren jetzt mal langsam hier.
Okay. So, der blieb jedenfalls auf seiner Seite. Wir fanden auch eigentlich heute recht super noch. Also wer gestern die Leistung gesehen hat, der hat sich vielleicht nochmal die wollte sich erschießen, weil ich so komisch bzw. so schlecht gefahren bin. Aber okay, das ist vielleicht eine andere Geschichte. Warum auch hier jetzt Fahrradspur ist, weiß ich auch nicht. Das ist für mich auch fraglich, aber okay, gut. Wir lassen mal die Fragen bei uns und fahren mal weiter.